Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Die Integralrechnung mit vorgegebener Fläche, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar heißt die Aufgabe, es ist Folgendes vorgegeben. Also hier schreiben wir hin, was gegeben ist. Es ist gegeben f' von x, sprich die Ableitung einer Funktion. Und die soll sein 2 mal, Klammer auf, x Drittel minus 1. Und außerdem soll schon vorgegeben sein, dass die Fläche unterhalb des Graphen in den Grenzen von 0 bis 6, also links 0, rechts 6, und davon eben quasi komplett die Fläche, 18 Feldeinheiten ergeben soll. Und gesucht ist jetzt unser f von x. Ja. Man könnte jetzt ganz normal sagen, Moment, f' von x ist das hier, gesucht ist dazu das f von x, dann wissen wir suchen dazu einfach nur die Stammfunktion. Ja, eine Stammfunktion ist die Funktion, die vorher da gestanden hat, bevor man etwas abgeleitet hat. So, jetzt haben wir hier eine abgeleitete Funktion, wir finden einfach dazu eine Stammfunktion und gut ist. Aber eine Stammfunktion hat ja immer den Nachteil, dass sie relativ allgemein ist. Also zum Schluss kommt nämlich irgendeine Konstante mit dazu. Ja, sonst schau dir nochmal unsere Videoclips zum Thema Stammfunktion an. Einfach bei uns in der Suchfunktion Stammfunktion eingeben. Dann findest du dazu auch was. Und dann sehen wir, die muss allgemein gehalten werden. Und dadurch, dass wir jetzt eine vorgegebene Fläche haben, die dann dabei rauskommen soll, wissen wir, wir müssen also für diese Konstante, diese irgendeine Konstante, einen konkreten Wert finden. Und nur wenn wir den Wert gefunden haben, können wir wirklich sagen, jetzt sind es tatsächlich 18 Feldeinheiten, Flächeneinheiten, wie auch immer. So, darum geht es jetzt und wir wollen uns das mal anschauen. Also, wir wollen erst einmal zum f' von x eine Stammfunktion finden. Ne? Die Stammfunktion, also von f' von x, die Stammfunktion ist dann das normale f von x. Und das müssen wir dann integrieren in den Grenzen von 0 bis 6. Darum geht es dann. Also suchen wir erstmal die Stammfunktion f von x. F von x. Normalerweise schreibt man eine Stammfunktion ja mit großem f. Aber wir wissen, also in diesem Fall könnte ich hinschreiben, groß f' von x. Gleich, muss ich jetzt nicht machen. Denn das ist automatisch dann dieses f von x, das wir ja suchen. Ne? Also, das ist einfach nur die Funktion, die da gestanden haben muss, bevor wir es abgeleitet haben. Denn das ist ja die abgeleitete Version. So, jetzt gucke ich erstmal dieses f' von x. Das sehen wir hier als Faktor, faktorisiert. Und ich versuche, ich mache das jetzt einfach mal da rein, weil wir da jetzt einfach noch gerade Platz haben, das irgendwie umzuschreiben. Wenn wir versuchen, etwas abzuleiten oder halt entsprechend die Stammfunktion dazu zu finden, ist es immer leichter, wenn man einzelne Terme hat und die dann irgendwie zusammen addiert. Das heißt, wir versuchen aus dieser Multiplikation irgendwie eine Addition zu machen oder von mir aus auch eine Subtraktion. Und das geht, indem wir hier diese Klammer ausmultiplizieren. Dann verschwindet das mal. Also 2 mal x Drittel ist ja nichts anderes als, also jetzt schreibe ich das mal hin, f' von x ist dann gleich, ja, 2 mal x Drittel ist nichts anderes als 2 Drittel x. So, und dann noch 2 mal minus 1. Ne? Das Ausmultiplizieren geht ja so, dass man den Faktor vor der Klammer mit jedem Summanden innerhalb der Klammer multipliziert. So, und dann noch die 2 mit minus 1 ist dann eben 2 mal minus 1 ist minus 2. So, und das können wir jetzt ganz einfach, dazu können wir jetzt ganz einfach eine Stammfunktion finden. Also, ne? Thema Stammfunktion finden, dazu gibt es auch extra Videoclips. Jetzt mache ich dazu einfach die Stammfunktion. Also hier x hoch 1, es muss vorher gestanden haben, x hoch 2. 2. Und davon nehme ich jetzt den Kehrwert nach vorne als Faktor. Dann habe ich 2 Drittel mal 1 durch 2. Es bleiben 1 Drittel. Ne? Wie gesagt, erkläre ich jetzt hier nicht mehr so genau, wie eine Stammfunktion funktioniert. Dazu einfach dann unser extra Videoclip mit anschauen. Nur noch mal ganz kurz so, es wird der Exponent, der da ist, um 1 erhöht und der Kehrwert als Faktor nach vorne geholt. Und wenn ich das mache, habe ich tatsächlich 2 Drittel mit dem Kehrwert des neuen Exponenten, also mit 1 halb multipliziert, da kommt zum Schluss die 1 Drittel raus.
So, minus. Jetzt steht ganz normal einfach nur die 2. Die 2 ist, wenn ich so will, nichts anderes als 2 mal x hoch 0. X hoch 0 ist 1. Und das heißt, aus x hoch 0 wird dann x hoch 1. Der Kehrwert von 1 ist ebenfalls 1, wird als Faktor nach vorne geholt und die 2 wird mit genau dieser 1 multipliziert. Also 2 mal x hoch 1. Diese hoch 1 kann ich mir dann wieder schenken, passt schon. So, und da das jetzt eine Stammfunktion ist, ne, wir fragen also, was hat da gestanden, bevor es abgeleitet wurde, wissen wir. Ich kann jetzt noch irgendeine Konstante mit dazu packen, die fällt beim Ableiten sowieso weg. Und diese Konstante nenne ich von mir aus K für Konstante. Ja, manche nennen sie C für den englischen Begriff Konstante, also Constant und wie auch immer. Also auf jeden Fall irgendeine Konstante kommt jetzt noch mit dazu. Denn wenn ich das Ganze ableite, fällt die dann sowieso weg und dann haben wir genau das. Wenn ich das jetzt tatsächlich, wenn ich mir den Spaß erlaube und das Ganze hier also mal ableite, muss ich ja genau auf 2 Drittel x minus 2x kommen. Und das werde ich dann auch. Kannst du ja nochmal ausprobieren. 2 als Faktor nach vorne, 2 Drittel x hoch, die 2 zur 1 runter, 2 Drittel x hoch 1. Minus, ja und 2x abgeleitet, ne, ist ja 2x hoch 1. 1 als Faktor nach vorne, 2 mal 1 ist 2, x hoch 0. X hoch 0 fällt dann weg, weil x hoch 0 nichts anderes als der Faktor 1 ist. So, das passt soweit. Jetzt habe ich also die Stammfunktion gefunden. Und nun weiß ich, dass das Integral von f von x eben genau von dieser gefundenen Funktion hier, diesen ganzen Kram jetzt hier davor, den brauche ich auch gar nicht mehr, also einfach das Integral in den Grenzen von 0 bis 6 18 Feldeinheiten sein soll. Jetzt gucke ich mir erstmal an, was ist denn überhaupt das Integral von 0 bis 6? Wie sieht das aus? Das Integral von 0 bis 6 von f von x dx. Ja, dieses dx steht einfach dafür, es soll nach x integriert werden. So, ich gucke mir erstmal an, was das Ganze sein soll. Dazu kennst du die Regel, eckige Klammer. Ja, wir schreiben das nochmal genauer hin. Das ist dann also das Integral in den Grenzen von 0 bis 6 von, jetzt schreibe ich diesen ganzen Kram hier nochmal hin, 1 Drittel x Quadrat minus 2x plus k dx. So, nun ist die Frage, was kommt dann daraus? Also es ist gleich, jetzt machen wir das, jetzt kommt die eckige Klammer und wir müssen jetzt zu jedem einzelnen Term hier von diesem Term, zu diesem Term und zu diesem Term die Stammfunktion finden. Also das, was da gestanden hat, bevor es abgeleitet wurde. Genau das ist, also das gehört einmal hier dazu. Wenn wir hier von f' zu f wollen, müssen wir die Stammfunktion finden, weil das die Stammfunktion zu f' von x ist. Und wenn wir es integrieren, müssen wir dann dafür auch nochmal eine Stammfunktion finden. So, und jetzt versuchen wir da mal was zu finden. 1 Drittel x Quadrat, auch da wieder, ne? Es steht x Quadrat, das heißt vorher stand da x hoch 3. Und dann den Kehrwert, also 1 durch 3, als Faktor nach vorne holen, da steht aber schon der Faktor 1 Drittel. Also habe ich 1 Drittel mal 1 Drittel und das ist dann 1 Neuntel. Weiter geht's, minus 2 mal x. X heißt nichts anderes als x hoch 1, vorher hat da gestanden x hoch 2. Kehrwert nehme ich als Faktor nach vorne und dann habe ich 2 mal 1 durch 2. In anderen Worten, 2 geteilt durch 2. Das ist nichts anderes als 1. Muss ich nicht hinschreiben. Plus, ja, dann habe ich das wieder stehen hier, k. K, da steht im Endeffekt nichts anderes als k mal x hoch 0. X hoch 0, das heißt vorher hat da x hoch 1 gestanden. Kehrwert nach vorne mit dem k multipliziert, k mal x. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich noch plus und auch da wieder irgendeine Konstante, denn das gehört ja zu einer Stammfunktion mit dazu. Darauf würde ich jetzt auch angesprochen werden, wenn ich es nicht extra nochmal erwähnt hätte. Ich lasse es hier an dieser Stelle weg. Warum? Werde ich gleich erklären. So, und dann muss ich nochmal unten hinschreiben, das ist in den Grenzen von 0 bis 6. So, warum lasse ich dann jetzt nochmal hier eine Konstante weg? Es geht ja jetzt darum, dass wir das Ganze, was in den eckigen Klammern steht, einmal durchgehen. Mit der oberen Grenze für x, und jetzt kommt das Entscheidende, minus, nochmal das Ganze durchgehen und für x die untere Grenze einsetzen. So, was habe ich dann dabei gewonnen? Wenn ich das Ganze durchgehe
Und ich nehme diese Konstante, die ich jetzt hier noch mit hinschreiben müsste, plus von mir aus jetzt noch eine andere Konstante, plus tatsächlich c oder sowas. Und ich gehe das Ganze nochmal durch und mache minus. Und dann wird ja das c wieder abgezogen. Also ob ich das da nur hinschreibe oder peng, es führt in diesem Fall tatsächlich sowieso zur 0. Also nur aus Spaß an der Freude könnte ich die Konstante noch mit dazu schreiben. Ich lasse weg. Wenn mir deswegen jetzt irgendeinen formalen Fehler unterstellen möchte, bitte, kann ich mitleben. So, nächste Zeile. Dann machen wir jetzt weiter. Gleich. So, jetzt mache ich genau das, was ich gerade sagte. Ich gehe die ganze Zeile einmal durch und setze für x die obere Grenze ein. Also 1/9 mal, überall wo x ist, male ich das mal in rot, mal 6 hoch 3 minus 6 Quadrat plus k mal 6, da schreibe ich mal hin 6k. Ich persönlich mache es immer so, dass ich erstmal die Zahl hinschreibe, dann den Buchstaben. So, das Ganze minus. So, und jetzt gehe ich mal ganz kurz im Gedanken Folgendes durch. 1/9 mal, jetzt setze ich hier die untere Grenze ein, 1/9 mal 0 hoch 3, da kommt eh 0 raus. Minus 0 Quadrat kommt 0 raus. Plus k mal 0 kommt 0 raus. Und deswegen spare ich mir hier unnötige Schreiberei. Auch Tinte ist ja teuer. So, das heißt, hier, auch diese Klammer hier, die brauche ich gar nicht. Bei Plus sowieso nicht. So, das ist also alles, was ich jetzt ausrechnen muss. Was habe ich dann da insgesamt stehen? Dann steht da 1/9 mal 6 hoch 3. Wir wissen, Punkt vor Strich, aber es gilt auch weiter, hoch vor Punkt vor Strich. Die Reihenfolge ist also, dass ich erstmal 6 hoch 3 rechnen muss. Dann kommt Punkt, dann also die Multiplikation und dann kommt Strich, also das, dann rechne ich da weiter. 6 hoch 3, das sind 6 mal 6, sind 36, nochmal mal 6, 216, mal 1/9, also in anderen Worten 216, geteilt durch 9. Und da kommt dann 24 raus, minus 6 zum Quadrat ist 36, plus 6k. Also in anderen Worten, 24 minus 36, dann haben wir da die minus 12, also 6k minus 12 kann ich hinschreiben, ja? 6k minus 12. So, was habe ich jetzt davon? Das k ist mir halt eben entsprechend noch unbekannt, das kenne ich noch nicht. Und jetzt kommt folgende Info ins Spiel. Jetzt heißt es ja, dass genau dieses Integral von 0 bis 6, genau das haben wir ja jetzt berechnet, das Integral von 0 bis 6 von f von x, genau darum ging es, das soll 18 Flächeninhalten umfassen. Also sagen wir, Moment mal, wir wissen, ich mache jetzt mal diesen gesamten Rest hier weg. Kannst du ja zurückspulen, wenn du es nochmal sehen willst. Mir geht es jetzt nur noch darum, damit du mit dem ganzen Rest nichts mehr zu tun hast und dich nicht abgelenkt fühlst. 6k minus 12, das ist es. 6k minus 12. Das war genau das Ding hier, das Integral von 0 bis 6 von f von x dx. Wir wissen, das soll 18 Flächeneinheiten sein. Ich schreibe hin, gleich 18 Flächeneinheiten schenke ich mir mal. Es geht jetzt nur um die Zahl. Und ich will wissen, was muss ich denn für k einsetzen, damit das Ganze stimmt. Also, so, muss ich das so umrechnen, dass das k allein auf der linken Seite steht. Hier steht minus 12, kriege ich weg, indem ich hinschreibe plus 12. Ich muss auf der linken und auf der rechten Seite plus 12 rechnen. Dann habe ich auf der linken Seite nur noch stehen 6k und auf der rechten 18 plus 12 steht meine 30. Das 6k, das ist multiplikativ verbunden. Ich will die 6 wegkriegen, muss also teilen durch 6. Ich will nicht wissen, was 6 mal k ist, sondern nur, was 1 mal k ist. Auf der linken Seite durch 6, auf der rechten Seite durch 6. Und dann habe ich da stehen, k ist gleich 5. Ja? Also mein k soll 5 sein. Und jetzt kenne ich also auch meine komplette Funktion. Gesucht war die Funktion f von x. Und ich weiß, f von x hatte ich hier nur noch als fast bekannt. Ne? 1/3 x² minus 2x plus k. Aber jetzt weiß ich ja, was k ist. Und das heißt, k ist 5, also schreibe ich das jetzt komplett hin. Also, daraus folgt dann, f von x ist gleich 1/3 x² minus 2x plus 5.
So, auf dass das hoffentlich nachvollziehbar und verständlich war. Falls nicht, schreib uns Kommentare, wir antworten gern drauf. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann sag es gerne anderen weiter. Und generell gilt teilen, liken, abonnieren. Und viele weitere Videoclips von Klasse 5 bis 13, also bis zum erfolgreich bestandenen Abitur, findest du auch auf unserer Seite mathehilfe24.de.